Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch ein Keksrezept, den ich vor gut ein, zwei Wochen auf Instagram geteilt habe, beziehungsweise ich habe das Foto geteilt und ganz viele wollten auch das Rezept davon haben und ich habe es denen auch zugeschickt gehabt und dachte mir auch, ich teile das Rezept auch auf YouTube, weil ich mir sicher bin, dass es euch auch gefallen wird. Und ich zeige euch jetzt erstmal einmal die Zutaten. Und zwar habe ich hier 270 Gramm Mehl, halbe Packung Backpulver, 125 Gramm weiche Butter oder Margarine, 90 Milliliter Sonnenblumenöl oder ihr könnt auch Rapsöl nehmen, 60 Gramm Speisestärke, ein Ei Größe M, 25 Gramm Zucker und eine Packung Bourbon Vanillenzucker. Ihr könnt aber natürlich auch den normalen Vanillenzucker nehmen. Aber ich finde, mit dem Bourbon Vanillenzucker schmeckt man dieses Aroma viel intensiver. Und zum Wälzen der Kekse habe ich hier ungefähr 150 Gramm Zucker und einen Teelöffel Zimt. Ich werde jetzt alle Zutaten in eine Schüssel geben, außer Zimt und Zucker. Und werde es zu einem sehr schönen und weichen Teig verarbeiten. Ihr könnt dazu natürlich auch eure Küchenmaschine nehmen, aber ich mache es mit meiner Hand. Am Ende solltet ihr einen richtig schönen weichen Teig haben und der sollte auch nicht mehr an eurer Hand kleben. So ihr Lieben, nun forme ich aus dem Teig so kleine Kügelchen. Ungefähr so klein. Also größer würde ich es auch nicht machen, weil die Kekse, die schmelzen nämlich im Mund. Ja. Und auch ein bisschen Abstand lassen. Ihr Lieben, das erste Backblech gebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad für ungefähr 20 Minuten. Ihr Lieben, die Kekse habe ich aus dem Backofen rausgeholt und die sind beidseitig schön goldbraun gebacken. Und hier habe ich jetzt meine Zimt-Zucker-Mischung und die Kekse gebe ich dann da rein. So. Und werde sie nun so in Zimt-Zucker wälzen. Und gebe sie dann auch direkt in einen Vorratsbehälter. Ihr Lieben, und so sehen die Kekse aus. Die sind wirklich so, so lecker. Ich möchte euch mal zeigen, wie schön weich die sind. Ich nehme mal eben einen und schaut mal jetzt. Seht ihr das? Also wirklich, die zergehen im Mund. Die sind unglaublich lecker. Also wenn ich einmal sitze, dann esse ich ungelogen 10, 15 Stück auf einmal. Probiert das Rezept bitte auf jeden Fall aus, ihr Lieben. Und vergisst mir nicht, eure Bilder zu schicken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen.